eine Raupe, wenn die sich zum wunderbaren Schmetterling entpuppt, dann darf sie sich einfach aus ihrem Kokon befreien. Und genau das ist das, was sie stärkt, was ihr die Kraft verleiht, in den Flügeln, um dahin zu fliegen als wunderbarer Schmetterling. Und das ist metaphorisch damit gemeint, was ich mit Universum meine. Hallo, ihr Lieben, hallo, ich grüße dich ganz herzlich aus dem wunderschönen Wien. Sorry für die Verspätung. Ich sehe irgendwie nur ein bisschen ruppig aus. Ja, sorry für die Verspätung. Wir haben schon 19:06 Uhr. Für 19 Uhr habe ich es angekündigt. Mal schauen, wer hier jetzt live dabei ist. Und bis so die ersten live dazukommen, vielleicht mal ein bisschen zur Zeitüberbrückung. Ich habe den heutigen Tag genannt Tuniversum. Werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich war ja heute den ganzen Tag unterwegs, bis ich hier schließlich um 16:45 Uhr angekommen bin in Wien und habe hier eine schicke Airbnb-Wohnung und habe einfach wieder gemerkt, ich habe es bei dem ein oder anderen Tag von der Seelenfreude-Challenge schon ja, erwähnt, immer mal wieder, wie sehr, und das merke ich immer mal wieder, wenn ich oder auch wenn wir mit der ganzen Familie auf Reisen sind, wie wir geführt werden. Und so habe ich das heute auch wieder festgestellt. Und letzten Endes, aus diesen kleinen Erlebnissen habe ich letzten Endes auch das Urvertrauen nochmal aus mir herausgeholt. Und deshalb teile ich es mit dir hier, dass du das Gleiche tun kannst, dein Urvertrauen auch nochmal hervorholen, wenn du dich denn öffnest, wie auch du geführt wirst im Leben, wie du so Kleinigkeiten einfach wahrnimmst. Ein Beispiel, als ich auf der Suche hier nach der Wohnung war, also so aus der Bahn ausgestiegen bin und mich dann orientiert habe, wo ich denn hin muss. Und hier in der Straße habe ich von weitem schon gesehen, Denre oder Dens Biomarkt. Und dieser Biomarkt ist direkt, hallo liebe Silvia, guten Abend, schön, dass du dabei bist. Und dieser Biomarkt ist hier direkt in dem Haus quasi, in dem ich diese schicke Wohnung hier habe. Das heißt, ich habe hier abgeladen, bin erstmal runter in den Biomarkt und habe mich mal eingedeckt für die nächsten Tage. Unter anderem konnte ich mich eindecken mit St. Leonards Lichtquelle hier, wenn ich so unterwegs bin. Vielleicht kennst du das, das ist doch ein sehr gutes Wasser. Wenn ich so unterwegs bin, dann ja, trinke ich natürlich schon mal aus einer Plastikflasche, aber auch dann immer mit der mentalen Ausrichtung, dass ich bitte nur die guten Informationen des Wassers aufnehme, weil unterwegs so eine Glasflasche mitzuschleppen, das finde ich dann auch nicht so prickelnd, aber hier habe ich mich jetzt mal gleich eingedeckt. Ja, und es gibt wohl auch um die Ecke einen leckeren Inder. Mal gucken, ob ich noch Zeit habe, irgendwann die nächsten Tage auch da noch hinzugehen. Also das Universum meint's wieder wunderbar mit mir und auch mit dir, wenn du auf diese Kleinigkeiten einfach achtest. Ach so, und da fällt mir noch was ein. Das war schon so oft in Airbnb-Wohnungen auch, wo wir Unterkünfte uns gemietet haben. Und das ist hier auch nochmal. Du ziehst die Menschen auch in dein Leben, die zu dir passen. Denn als ich vorhin so das ein oder andere hier in den Kühlschrank geräumt habe, der Kühlschrank ist nicht leer, sondern von der Vermieterin, da stehen einfach auch noch Sachen drin. Und alles Bioware und auch hier von dem Bioladen. Das heißt, sie ist tickt in der Richtung ja ähnlich wie ich. Hallo, liebe Gabi, guten Abend. Und so ziehen die Energien sich eben auch an, ne? Und wenn du auf diese Kleinigkeiten mal in deinem Leben, auf deine Art und Weise achtest, stellst du einfach fest, wie auch du geführt wirst. Ja? Mir fällt gerade nur ein Beispiel aus Amsterdam ein, als wir da mal unterwegs waren, auch Airbnb-Wohnung, wo wir erst so von weitem dachten, naja, ob das da jetzt so eine Wohnung ist, wie wir es uns vorstellen, als wir da hingekommen sind. An der Wohnungstür hing oben das Ohm-Zeichen erstmal. Die Vermieterin, die hat uns persönlich empfangen. Es gab Räucherstäbchen in der Wohnung. Sie hatte ihre Wohnung so geschmückt mit ganz tollen
Inspirationssprüchen, die alle hätten auch von mir sein können, und hatte verschiedene Bilder auch da hängen, die auch ich hätte aufhängen können. Also von verschiedenen, ja, ich nenne es jetzt mal Gottheiten, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Das soll ja nicht das Thema sein. Ich gebe es dir jetzt nur mal so als Beispiel, wie du die Menschen in dein Leben ziehst, die zu dir passen, und wenn du, oder auch die Situationen. Und wenn du achtsam bist und auf diese Kleinigkeiten achtest, merkst du einfach, wie du geführt wirst. Und das hier sind jetzt alles so förderliche Situationen. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man denken, warum passiert mir das jetzt hier? Dann darfst du dir, und das mache ich auch so, die Frage stellen, was gibt es hier jetzt für mich draus zu lernen? Welche Botschaft verbirgt sich für mich dahinter? Und dann bekommst du auch Informationen entsprechend dazu. Und es hat heute Abend hier auch nicht alles so direkt geklappt mit Internet. Ich war noch mit Vorbereitungen beschäftigt, weil jetzt um 19.30 Uhr, Trommelwirbel, Vorfreude steigt, treffen wir uns online. Da gibt es noch ein Live-Nach-Webinar mit meinen wunderbaren Teilnehmern des Bali-Transformationsretreat. Da freuen wir uns alle drauf. Es gibt zwar auch eine WhatsApp-Gruppe, wo die ständig miteinander auch Kontakt haben. Das ist so, so schön zu sehen, wie diese Herzensverbindungen da entstanden sind auf Bali und welche Quantensprünge die auch alle gemacht haben. Und heute Abend sehen wir uns dann eben im Online-Webinar zum ersten Mal seit Bali alle nochmal zusammen. Das wird ein riesen, riesen Fest werden. Jetzt hat es hier geklingelt. Ich hoffe nicht, dass das für mich ist, weil da kann ich jetzt gerade nicht reagieren. Keine Ahnung. Okay, also, Tuniversum, darum geht es heute Abend, so habe ich den heutigen Tag genannt. Vielleicht kommt dir der Begriff ein bisschen seltsam vor. Ich bin auf diese Idee gekommen, Tuniversum das Ganze zu nennen, weil ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einer Dame, die sehr, sehr gerne mit mir in der Akademie auch arbeiten würde. Und da hatten wir uns vor 2 Wochen verabredet, dass wir uns gestern Abend einfach nochmal treffen, weil sie einfach schauen wollte, wie sie sich das eben leisten kann oder finanzieren kann, wie auch immer. Und auf jeden Fall hatte ich dann eben auch gefragt, was hast du denn so in der Zwischenzeit unternommen, um da ja auch die Möglichkeit dir zu kreieren, dein Commitment, dein Einstieg eben auch in die Akademie. Jetzt muss ich doch eben mal schauen, sorry, wer da hier klingelt. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Alright, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ja. Und ich dachte, ich gucke jetzt doch mal an der Tür. Vielleicht überrascht mich ja jemand von der Familie hier. Vielleicht hat sich hier jemand überraschend noch hier nach Wien gebeamt, um mich zu überraschen. Denn nächste Woche sind wir ja nochmal alle gemeinsam hier. Mein Mann, meine Kinder auch. Und jetzt bin ich erstmal alleine vorgereist. Okay. Also, wo waren wir stehen geblieben? Also bei der Dame, ich habe sie dann gefragt, was hast du denn bislang so unternommen? Und sie hat mir dann erzählt, sie hat sich 3 Glückslose gekauft, in der Hoffnung, dass sie da eben ein bisschen Geld gewinnt, und hat dann eben auch positive Gedanken ans Universum gesendet, wenn es denn jetzt das Richtige sein soll. Und dann wird es wohl so sein, dass eben auch jetzt einfach so mal diesen Geldbetrag irgendwo bekommt. Und das meine ich mit Tuniversum. Das funktioniert so nicht. Einfach mal zum einen Glücksspiel. Da ist meine Auffassung dazu, wer Glücksspiele spielt, verspielt sein Glück. Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, finde ich so sinnig. Oder auch einfach zu denken, wenn es jetzt das Richtige ist, auf irgendeine Art und Weise wird dies oder jenes, und hier ging es einfach um das Commitment, die Investition in die eigene Persönlichkeit, in der Akademie jetzt einfach, aber auch ansonsten im Hinblick auf deinen Seelenplan zu entdecken,
dir dein Traumleben zu kreieren und ja, deinem Herzen einfach zu folgen. Nur zu denken, das Universum wird es schon richten, nach dem Motto, wenn jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dann wird mir das so zufallen. Das Universum schickt dir Botschaften und schickt dir Informationen. Das kannst du als Zufall bezeichnen. Aber letzten Endes geht es darum, auch ins Handeln zu kommen, also etwas zu tun. Das funktioniert einfach nicht auf dem Weg, nur positive Gedanken aussenden und irgendwie wird es schon gehen. Sondern du darfst dir auch immer die Frage stellen, was ist der nächste Schritt, den ich jetzt machen darf? Wie kann ich jetzt ins Handeln kommen oder was ist die nächste Handlung, die ich machen darf, um meinem Seelenplan näher zu kommen? Wenn du vielleicht schon ein Business hast, was ist der nächste Schritt? Und du bist auf der Suche nach Kunden zum Beispiel, was ist der nächste Schritt, den ich gehen kann oder tun darf, um die nächsten Kunden zu gewinnen? Oder wenn du eine Idee hast schon zu deinem Seelenplan, was ist der nächste Schritt, der mich jetzt weiterbringt? Also Fragen stellen in der Richtung, das ist ganz, ganz wichtig und dann eben auch ins Handeln kommen. Nur da hocken und ich sag's mal ein bisschen flapsig, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, das funktioniert zumindest noch nicht. Vielleicht schaffen wir das irgendwann mal in einem nächsten Leben, aber das ist auch letzten Endes die Entwicklung, die uns stärkt. Das ist letzten Endes auch das Leben. Mal als Metapher das Beispiel, was ich damit meine. Eine Raupe, wenn die sich zum wunderbaren Schmetterling entpuppt, dann darf sie sich einfach aus ihrem Kokon befreien. Und genau das ist das, was sie stärkt, was ihr die Kraft verleiht in den Flügeln, um dahin zu fliegen als wunderbarer Schmetterling. Und das ist metaphorisch damit gemeint, was ich mit Tuniversum meine. Mentale Ausrichtung, deinen Seelenplan zu entdecken, ihn zu leben, positiv zu denken oder entsprechend in der Richtung zu denken, ist wunderbar. Das ist der erste Schritt, eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Aber im zweiten Schritt geht es dann einfach auch darum, ins Handeln zu kommen und zu fragen, was ist jetzt mein nächster Schritt? Was darf ich jetzt als nächstes tun? Und dann natürlich auch fokussierter unterwegs sein. Und auch mit ein bisschen Ausdauer und Geduld auch unterwegs sein. Ich weiß, Geduld, das ist manchmal nicht so einfach. Ich bin ja auch so eigentlich ein ungeduldiger Vogel, weiß gerade so, wie Geduld geschrieben wird. Darf mich da auch ganz viel drin üben. Aber da gibt es auch so ein schönes Sprichwort: Aufgeber gewinnen nie, Gewinner geben nie auf. Das heißt, wenn du auf dem Weg bist, deinen Seelenplan zu entdecken und beschäftigst dich einmal damit oder auch noch zweimal und bekommst keine befriedigenden Antworten, Ideen oder Inspirationen, dann mach bitte nicht den Fehler, dass du sagst, das funktioniert für mich nicht oder das funktioniert bei mir nicht oder ich habe keine Fähigkeiten. Ich muss mich einfach mit meinem Leben jetzt hier arrangieren. Das machen ja so viele, dass die, ja, eigentlich irgendwo, ich habe kürzlich noch so eine Studie gelesen oder irgendwo was mitbekommen, genau, ja, gehört habe ich es nicht gelesen. Ab dem 30. Lebensjahr spätestens haben die meisten ihre Träume schon begraben und lassen mehr oder weniger so ihr Leben an sich vorbeirauschen. Das sind dann diejenigen, die dann eigentlich im übertragenen Sinne, metaphorisch gesprochen, schon tot sind und irgendwann mal noch beerdigt werden. Das klingt jetzt ganz hart und krass, aber letzten Endes ist das ja auch nicht der Sinn, warum du hierher gekommen bist. Ausnahmslos jeder, auch du, hast eigene Qualitäten, eigene Gaben, eigene Stärken und der Weg ist das Ziel und so wie du jetzt dabei bist, deinen Seelenplan zu entdecken, auch wenn du den noch nicht ganz klar vor den Augen hast, gib bitte nicht auf, das ist alles Entwicklung. Und wenn du
dich ein, zwei, dreimal mit beschäftigst, also diejenigen, die bei mir in der Akademie sind, die haben ja sowieso eine ganz gezielte Anleitung, wie sie ihren Seelenplan entdecken und ihr Herzensbusiness entdecken und auch, dann auch kreieren. Das ist dann mit einer Anleitung sowieso kein Hexenwerk. Das geht da auch recht rasch. Nur wenn du noch nicht in meiner Akademie bist und das alleine jetzt versuchst, deinen Seelenplan zu entdecken, dann gib bitte nicht auf, wenn du dich damit beschäftigst und dich ein paar Mal hingehockt hast, vielleicht auch schon mit verschiedensten Anleitungen und Übungen und hast noch keine befriedigenden Ergebnisse, bleib dran. Gib nie, niemals auf. Du findest dein Potenzial, du findest deine Gaben, du findest deine Stärken. Denn auch du hast dir mal vorgenommen, hier etwas in deinem Leben zu verwirklichen im Sinne von Selbstverwirklichung, im Sinne ich wirke. Das ist nur von vielen Schleiern bislang umgeben und da irgendwie so gedeckelt. Ich habe das bei mir immer so wahrgenommen, wie so ein Damoklesschwert, das da auf mir liegt, das auf mir lastet. Aber ich habe nicht aufgegeben und so habe ich nach und nach mich von, wollte gerade sagen, von allen Schleiern, das wäre vermessen zu sagen. Bin auch nicht erleuchtet, ich habe auch noch Schleier und darf immer noch mit mir arbeiten und mich weiterentwickeln. Aber das ist auch das Leben. Ein Baum, der aufhört zu wachsen, ist tot. Aber ich habe einfach viele Schleier schon abgelegt. Und du stehst jetzt an einem Punkt, und deshalb bist du hier in der Gruppe, wo du auch in dir trägst, deinen Seelenplan zu entdecken. Und vielleicht magst du heute Abend dich jetzt einfach mal auch hinsetzen, es dir gemütlich machen, einen leckeren Tee dir kochen, Kerzlein anzünden, vielleicht auch ein Räucherstäbchen oder wenn du ein Faible hast für ätherische Öle, dann schnupper mal an deinem ätherischen Lieblingsöl oder wie gesagt, mach ein Räucherstäbchen an. Mach's dir gemütlich und nimm da mal ein leeres Blatt Papier, schreib einfach mal oben drauf, was ist mein Seelenplan? Was ist mein Seelenplan? Dann stellst du dir den Wecker für eine halbe Stunde und dann machst du in dieser halben Stunde nichts anderes als vor diesem Blatt Papier hocken und da mal aufschreiben, was da fließt. Und dann das Universum ins Handeln kommen. Was ist dann dein nächster Schritt? Und wenn du heute Abend keine befriedigenden Informationen bekommst, dann machst du es halt nochmal, dann machst du es morgen nochmal. Okay? Gut, ich glaube, das sind die ersten schon in meiner Gruppe drin. Ah, ich höre da schon. Ich höre da schon die ersten, die schon im Webinarraum sind. Deshalb gehe ich jetzt hier mal raus. 19:30 Uhr geht es erst offiziell los. Ich dachte gerade, das würde ich dafür stimmen. Ja, wir können uns alle nicht erwarten, dass wir uns heute einfach nochmal sehen hier im Live-Nachklapp-Webinar. Bin gespannt. So im Groben habe ich ja schon auch im Nachhinein mitbekommen, welche gigantische Quantensprünge die Teilnehmer auch jetzt nachher noch gemacht haben zu Hause nach dem Retreat auf Bali. Aber jetzt heute Abend im Austausch zu sein, ist natürlich nochmal eine riesen, riesen Feier. Okay, also, meine Liebe, heute Abend, kleine Aufgabe zur Seelenfreude-Challenge. Hock dich hin, mach's dir gemütlich, nimm dir ein Blatt Papier. Und schreib drauf, was ist meine Seelenaufgabe? Und beschäftige dich damit. Wenn du magst, kannst du auch hingehen, es dir zur Aufgabe machen. Wenn du vielleicht schon vieles probiert hast, dann mach das einfach mal 21 Tage hintereinander. Denn das ist so ein Zeitrahmen, wo du, wenn du 21 Tage hintereinander etwas dann machst, und das solltest du dann aber wirklich ohne Unterbrechung machen, wo du einfach in die Tiefe kommst. Okay, gut. Schreib mal gerne mal auch ins Kommentarfeld, wie hilfreich du diesen Beitrag heute zur Seelenfreude-Challenge findest. Gerne natürlich auch deine Fragen, wenn du einen Wunsch hast, dass ich noch auf irgendwas eingehen darf. Sehr, sehr gerne. Schreib mir auch das hier ins Kommentarfeld rein oder im eigenen Post. Wir haben ja noch ein paar Tage bis zum 31. Mai läuft die Seelenfreude-Challenge ja noch und da gehe ich auch natürlich sehr, sehr gerne drauf ein. Also, ganz liebe Umarmung und morgen sehen wir uns wieder um 7:15 Uhr zur gewohnten Zeit. Bis dahin.
Ciao.